Wie sind wir nun auf das diesjährige Thema Kohäsion gekommen? Nun schauen Sie, direkt oder indirekt haben wir uns damit seit 2 Jahren beschäftigt. Und das begann eigentlich mit dem gesetzlichen Vorgabe des Homeoffice. Das war im März 2020. Für uns alle war, glaube ich, eine ganz interessante Frage, was passiert eigentlich mit der Kultur in der Firma? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich habe ganz am Anfang, ein bisschen Befürchtung hatte ich immer, aber das ist wunderbar gelaufen und hat wunderbar funktioniert, überraschenderweise. Das mit der Digitalisierung lief, wir hatten Zoom-Konferenzen, es gab eine große Effizienz in den Abläufen und an sich durchgängig in den ersten Monaten das Gefühl, geht auch so. Und dann war, ich weiß nicht, ob Sie den Engagement-Index von Gallup kennen, der ist zum ersten Mal in den USA veröffentlicht worden, über 21. Es war ein großer Leitartikel unter dem Begriff The Big Quit. Die haben dann erfasst, dass 45% der amerikanischen Arbeitnehmer innerhalb der nächsten 3 Jahre die Firma wechseln wollen. Fand ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man heute von Amerikanern liest, hört man immer nur bedingt zu. Aber ich fand das zumindest ganz, ganz, ganz interessant. Und dann habe ich es aber auch nicht weiter ernst genommen und dann ist Folgendes passiert. Da kam der Index für Deutschland raus und wurde veröffentlicht. Und schauen Sie mal, was da stand. Und ich habe das ein bisschen abstrahiert, nur um Ihnen mal die Kernbotschaft mit auf den Weg zu geben. Da steht also auf der linken Seite 17% engagierte Mitarbeiter. Das ist schon an sich traurig. Und 83% auf der rechten Seite nicht engagierte Mitarbeiter hier in Deutschland. Und von den 83% wollen 73% in den nächsten 3 Jahren das Unternehmen verlassen. Das fand ich, wenn ich ehrlich bin, sehr besorgniserregend. Und interessanterweise war das auch sehr in der ganzen Zeitachse, wann die Befragung gemacht wurde und wann Homeoffice ausgelöst wurde, einigermaßen im zeitlichen Zusammenhang. Und wenn man sich das einmal anguckt, zu Gemüte führt, lassen Sie uns da mal 2 Minuten drüber sprechen. Leute, die das Unternehmen verlassen wollen, ich weiß nicht, Sie kennen das alle, das sind meistens nicht die, über die man sich freut. Einverstanden? Ja. Und Fluktuation ist gerade in der Arbeitsmarktsituation, in der wir sind, äußerst dramatisch. Darüber hinaus ist es aber interessant, dass wir wissen heute, dass nicht engagierte Mitarbeiter der Kultur nicht besonders gut tun. Wir wissen, die performen nicht. Wir wissen, die haben mehr Stressempfinden. Und ich weiß nicht, wenn man sich einmal vorstellt, es kommt ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen und der trifft auf diese 83%. Was für ein Gefühl hat er von der Firma? Und jetzt kommt, wenn man tiefer einsteigt in die Befragung, die gemacht wurde, ein neuer Aspekt dazu, der, finde ich, das Ganze noch etwas dramatischer macht. Von diesen 83%, die gesagt haben, ich bin mittelmäßig oder gar nicht engagiert in einer Firma, sind der überwiegende Anteil nicht unzufrieden mit der Führung. Muss man sich einmal zu Gemüte führen, was das bedeutet. Das heißt also, es sind 83% nicht besonders glücklich, aber mit dem Management in der Corona-Zeit und mit dem Management generell sind die zufrieden, haben sie den gute Noten gegeben. Die New York Times nennt das im August diesen Jahres The Quiet Quit und stellt damit, glaube ich, Unternehmen und Führungskräfte vor eine ganz besondere Herausforderung, weil ich glaube, sie sind bei mir, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind und sie adressieren das, dann kann man damit umgehen. Man kann es mit ihnen diskutieren, man kann versuchen, das aus dem Weg zu räumen. Aber in der Sekunde, wo Mitarbeiter vor einem sitzen und sagen, ich bin an sich ganz zufrieden mit dir, aber in 3 Jahren bin ich nicht mehr bei dir. Dann kriegt das wirklich eine bedrohliche Situation für Unternehmen. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen daran. Wir wollen uns damit beschäftigen. Und das haben wir in den letzten 12 Monaten getan. Wir haben zum ersten Mal in den Kongress- und Jahresthemen, die wir in den letzten 20 Jahren haben, mit Rheingold eine Studie beauftragt, weil uns das Thema so wichtig war. Und da waren 2 Facetten interessant. Wir haben einmal eine quantitative Studie gemacht. Das kennen Sie, das ist normal. Aber darüber hinaus eine qualitative. Das heißt 2 Stunden Tiefeninterviews, um rauszufinden, warum willst du eigentlich in den nächsten 3 Jahren wechseln und was ist für dich wichtig, um zu bleiben? Also das Thema Bindungskräfte. Und ich will jetzt in den nächsten 15 Minuten mit Ihnen 2 Sachen machen. Ich habe Ihnen das beschrieben, wir sind die letzten 12 Monate auf die Suche gegangen, woran es liegen kann und wir haben eine mögliche Lösung gefunden. Woran das liegt, das Quiet Quitting, das teile ich mit Ihnen und dann, das kennen Sie aus den letzten Jahren, ein paar Ideen, wie man damit umgehen kann. Lassen Sie uns mal anfangen. 1 Minute gucken wir jetzt einen Film. Gucken Sie einfach und dann besprechen wir, was da passiert. At a lake
with my dog, and we were just laying out on a blanket, and a frisbee rolled up and hit me in the back. And I turned around, and I saw two guys who were obviously had been playing frisbee, and I turned around and I threw it to one of them, and I was about ready to sit down again, and he threw it back to me. So I felt, you know, good, and I threw it back to them and sort of moved towards their group. And for about, oh, maybe 4 minutes, we started throwing it to each other. And of course, you know, we're guys, so we don't need to talk to each other or ask each other our names or anything. We just start playing. And then after about 4 minutes, they just stopped throwing it to me. And they just start throwing it to each other. And at first, you know, I'm thinking they're gonna tool around with me a little bit, and I'm maybe smiling. And then I realized it's just never going to get to me again. And I felt terrible. And I couldn't believe how amazingly awful I felt for such a silly thing. And I kind of moped back to my dog and, you know, reattached myself and made friends with my dog. But then it occurred to me, this would really be a good way to study it. Der Junge, der da im Film ist, heißt Dr. Williams, ist ein Sozialpsychologe aus den USA, und das ist eine tatsächliche Geschichte, dem ist das passiert. Und er hat dann Studien ausgelöst, die in den letzten 2 Jahrzehnten stattgefunden haben, von 2000 bis 2020, bekannt unter dem Namen Cyberball. Aber lass uns einmal darüber sprechen, was ist da passiert. Zufällig wird man eingeladen, ein Spiel mitzuspielen, und dann werfen die Frisbee hin und her. Also ist ja, lass uns ruhig mal sagen, nicht besonders bedeutungsvoll fürs Leben, aber auf einmal, nach einer Minute, kriegt man den Frisbee nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mal versucht, mich da rein zu versetzen, wenn mir das passiert. Und was ist mir durch den Kopf gegangen? Also, man spielt so zusammen, und ich bin ja auch der größte Sportler, und ich werfe Frisbee unfassbar gut, und dann kriege ich den Frisbee nicht mehr. Und dann denke ich, spinnen die? Warum machen die das? Habe ich falsch geworfen? Habe ich irgendwie, mögen die mich nicht? Wollen die mich irgendwie provozieren? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber da sind eine ganze Menge Gedanken im Kopf, obwohl es inhaltlich ja völlig, sagen wir mal, egal ist, ob man nun jetzt mitspielt oder nicht, weil man war ja nicht zum Spielen verabredet. Da ist also eine ganze Menge los. Okay? Und was Psychologen versuchen, und das will ich mit Ihnen teilen, weil das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, die da passiert, die versuchen ja zu bewerten und zu messen. Und das hat er getan. Und es gibt zwei Sachen. Also einmal, ja, haben die Spiele draußen gemacht mit Frisbee und Bällen, und jeder von Ihnen hat, wenn er nach Hause geht, nachher einen Ball, da ist was drauf gedruckt, das soll ein bisschen Symbol sein für meinen Vortrag. Aber Sie haben es auch ins Labor verlegt, weil natürlich messen kann man besser, und auch mit MRT gearbeitet. Also haben genau dieses Experiment gemacht, digital, und da hat man dann zwei Avatare gehabt und einer, ne, den man selbst darstellt, und dann konnte man Bälle hin und her spielen. Okay? Und gucken Sie mal, was passiert ist. Die haben festgestellt, dass wenn man den Ball oder das Frisbee nicht mehr bekommt, wird die gleiche Gehirnregion durchblutet, die durchblutet wird bei körperlichem Schmerzen. Muss man sich irgendwie einmal vorstellen. Da war ich schon ehrlicherweise ganz überrascht. Ich finde das irgendwie faszinierend. Ich glaube, ne, die meisten von uns Männern kennen Paracetamol. Das ist das, wenn wir morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, wissen Sie? Das gegen Knieschmerzen und sowas. Die haben dann rein aus Lust Paracetamol verabreicht vor dieser Übung, und das mit dem Gehirn war in Ordnung. Fand ich eine ganz interessante Geschichte. Es ist nur, wie gravierend das ist, und das wird noch besser. Weil was die dann gemacht haben in einem zweiten Bereich, die haben die Leute befragt danach und dieses negative Gefühl, wie ich das gerade beschrieben habe, versucht zu ordnen. Und schauen Sie mal ran, was für Begriffe die bei den Experimenten versucht haben zu bewerten. Negative Stimmung ist, glaube ich, nachvollziehbar, oder? Wenn wir das Frisbee nicht mehr kriegen, sind wir genervt. Das ist einfach. Aber gucken Sie mal auf die Begriffe, die danach stehen. Deren Werte in den Keller rauschen, wenn ich den Ball nicht mehr kriege. Und das fand ich, sagen wir mal, interessant. Mangelnde Zugehörigkeit, das ist noch das Harmloseste. Geringes Selbstwertgefühl. Die Leute haben bewertet, dass wenn sie nicht mehr mitspielen dürfen, keine sinnvolle Existenz mehr haben. Und daraus resultiert ganz am Ende eine Ohnmacht. Also war für uns extrem spannend, weil ein völlig simples Experiment, eine inhaltlich nahezu belanglose Sache, hat solche psychologische Wirkung. Und dann haben sich die Forscher damit beschäftigt, wenn man diese Emotionen hat, wie geht man dann damit um? Und da ist rausgekommen, das ist die Frage, was macht man jetzt damit?
Das Erste, das haben wir gerade ein bisschen getan, das nennt man reflexive Phase. Also man intuitiv sagt, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und ich bin genervt und versucht das irgendwie zu analysieren für sich selbst. Dann kommt eine zweite, eine reflektive Phase, die ist etwas verzögert. Und dann versucht man, ich weiß nicht, ich habe dann immer für mich selbst gedacht, ich finde die auch doof. Ja, und ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Spiel und sowas. Also das versucht man intellektuell zu bewältigen. Die Forscher sagen, es gelingt meistens nicht. Und das geht dann direkt über in eine Phase, die nennen sie Resignationsphase. Und die ist begleitet mit Gefühlen der Hilflosigkeit und Entfremdung. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir einen theoretischen Ansatz für das, was Quiet Quitting aussagt. Wir glauben also in der These, wenn man sich damit beschäftigt, dass die Arbeitgeber die 50% der Arbeitnehmer, die in den nächsten 3 Jahren wechseln wollen, verloren haben. Die haben das Gefühl, dass sie nicht mehr mitspielen in dem, was im Unternehmen passiert. Jetzt ist ja die interessante Frage, was macht man jetzt damit, wenn man das weiß? Und dann ist das theoretisch ganz einfach, wir müssen sie einladen, wieder mitzuspielen. Das Problem ist nur, die sind ja nicht da. Die sind alle im Homeoffice. Ja, und das beschäftigt uns, wie kann man, ne, wir sind ja glaube ich alle einer Meinung und ich fand immer diese Erklärung so schade, weil ich habe das eben kurz beschrieben, Homeoffice war eine tolle Geschichte, Mitarbeiter lieben das, die Flexibilisierung der Arbeit, ja, ich glaube sogar viele Effizienten, keine Fahrzeit von und zur Arbeit, also viele Vorteile. Wir glauben aber heute, dass die letzten 2 Jahre mit dem Homeoffice etwas dramatisch verändert hat in den Bindungskräften zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Okay, und deshalb will ich einmal mit Ihnen darüber sprechen, was man tun könnte. 6 Ideen. Wichtig ist dabei, und das haben wir auch in der Studie ermittelt und da ist es differenzierter aufgeschrieben, das sind jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Das sind nicht alle und ich möchte nur mal punktuell Ihnen beschreiben, was man machen kann, um diese Bindung wiederherzustellen. Alle die Dinge, die hier stehen, glaube ich, da ist nichts Überraschendes bei. Kennen Sie, ne? Wir beschäftigen uns alle mit Information und Meetingstruktur. Wir glauben aber, dass der Maßstab für diese Themen in den letzten 2 Jahren völlig anders geworden ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel und lass uns mal anfangen mit Meetings. Sie kennen die Regel als Führungskraft. Ich habe jetzt ein Meeting mit Ihnen 8, meinetwegen, und wir diskutieren große Themen. Und Sie wissen, dass es darum geht, dass jeder zu Wort kommen muss, oder? So, wir wissen auch, wie schwierig das ist als Führungskraft, dass jeder mal zu Wort kommt, weil es gibt ja die mit dem Sprechdurchfall oder den, man nennt das anders, also die Leute, die eine Menge reden, ja, und die lassen andere nicht zu Wort kommen, da gibt es ein bisschen Introvertierte. Interessant ist aber, dass in jedem Meeting, wo physisch 8 Leute zusammensitzen und besprechen, selbst wenn man nicht redet, hat man eine Form von Teilnahme. Blickkontakt, man hat eine Gestik, man hat Kaffeepause. Man ist also irgendwo dabei, auch wenn man sich nicht jedes Mal äußern muss. Also hat man das Gefühl, Teil von etwas zu sein und mitzuspielen. Und jetzt projizieren wir das mal bitte auf Zoom-Meetings. Ich gehe in Firmen rein und dann bin ich in Zoom-Meetings dabei und es ist tatsächlich so, dass immer noch einige Bilder schwarz sind. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Aber ich darf Ihnen wirklich sagen, aus dem, was wir ermittelt haben und aus dem, was wir erfahren haben dabei, Leute, die ihre Bilder schwarz machen, spielen nicht mehr mit. Die sind ja nicht da. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer, wenn ich Meetings mache mit 8 Leuten, dann hat man manchmal jemanden, der was sagen will, aber sich nicht traut und dann spricht man ihn an. Also man hat eine direkte Kommunikation mit den Leuten, ja, auch über die kleinen Signale. Das fällt in Zoom-Meetings weg. Also Empfehlung bitte. In allen Zoom-Meetings, die Sie machen, sorgen Sie dafür, dass jeder was sagt und dass Sie Bilder sehen. Einer der Teile für mehr Bindung. Interessant ist bei diesem Cyberball-Spiel, hat man gemessen, wenn man zu dritt spielt, 1/3 der Bälle, wie fühlt man sich? Hälfte der Bälle oder nur 10% der Bälle? Und interessanterweise, das nimmt ein bisschen ab, wenn man weniger Teilnahme hat, aber überhaupt nur einmal den Ball zu kriegen, hat signifikant bessere Werte, als gar nicht Teil des Spiels zu sein. Einverstanden? Nächster Punkt, Entscheidungen. Wir glauben, dass, ich gebe Ihnen ein Beispiel, Sie wären jetzt bei mir in der Firma, verzeihen Sie, und wir würden bestimmte Sachen diskutieren, physisch und anwesend, und ich würde Ihnen irgendeine Präsentation machen. Danach gehen Sie alle in die Pause und diskutieren über mich. Nicht über mich, über die Entscheidung. Das fällt bei Zoom weg. Okay, das passiert ja nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass wenn Sie eine Zoom-Präsentation machen, dass irgendwie der eine ruft den anderen Kollegen mal an. Aber die gesamte Kommunikation auf dem Flur, das Intuitive, das Zufällige, passiert nicht mehr. Das heißt, man diskutiert über diese Dinge nicht mehr. Und Cyberball hat eine Variante gehabt in den Spielen,
dass die einmal mit Bällen gespielt haben und dann, das hört sich ein bisschen komisch an, wenn ich das beschreibe, aber einmal haben sie auch mit Bomben gespielt, also ja, wo man so ein bisschen vorsichtig ist und haben die Gegenstände variiert und herausgefunden, dass völlig egal mit was man spielt, jedes Spiel schafft Bindung. Was bedeutet das? Dass ich glaube, jeder von uns weiß, dass wenn wir strategische Entscheidungen zu treffen haben, beziehen wir viele Leute mit ein. Auch bei kleineren Entscheidungen, ich habe das bei mir vor 14 Tagen gemacht, hatten wir eine wilde Diskussion um Anschaffung einer Kaffeemaschine, das habe ich zum Kulturgut erhoben, ja, und habe tatsächlich mehr Leute eingeladen als gedacht und jeder hatte das Gefühl, irgendwas Wesentliches zur Kultur beizutragen. Es macht also keinen Unterschied, wie bedeutungsvoll die Dinge sind, Hauptsache, sie sind dabei. Nächster Punkt mit Information, auch ganz interessant, was weggefallen ist durch Homeoffice. Ich glaube, wir alle wissen als Führungskräfte, dass man Leute informieren muss über den Verantwortungsbereich, den Leute haben. Also ich habe eine Abteilung, ich habe einen Bereich und darüber kriege ich alle Informationen von der Firma. Aber Sie wissen auch, dass als wir alle im Büro waren, permanent Gespräche stattgefunden haben über die Abteilung hinaus. Ja, man hat ja seine kleine Community, seine In-Group, mit der man redet, aber es gibt andere Bereiche und ich erfahre überall etwas. Und wir wissen heute, dass diese Information über den Bereich hinaus gibt Mitarbeitern das Gefühl, Teil von einem Ganzen zu sein und nicht nur irgendeine Nummer in irgendeiner kleinen Abteilung. Bedeutet, es ist wesentlich in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, als Führungskraft breit dazu zu informieren. Ich habe das bei mir versucht, in der Firma einzuführen, dass ich Bilanzpressekonferenzen gemacht habe. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gut erkläre. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass alle das verstehen. Aber das vermittelte Gefühl, mir ist wichtig, dass ihr wisst, wie es der Firma geht und was mit der Firma passiert, hat eine interessante Wirkung gehabt, die dieses Gefühl von Mitspielen, ich glaube, sehr groß und sehr breit verändert hat. Nehmen wir Events und wir gehen das durch und ganz am Ende möchte ich eine Sache zur Büro- und Homeoffice sagen. Events. Mit vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist einer der Lösungsmöglichkeiten für nicht im Büro sein, feiern. Einverstanden? Da haben Sie, glaube ich, alle gemacht, oder? Und ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Ich komme jetzt zur Feier und meinetwegen sind wir zusammen eine Firma und ich gehe rein und ich begrüße und wir sagen mal, die Location ist ein Traum. Okay? Und da gibt es Performance-Künstler, die Sie alle eingeladen haben, haben unglaublich viel Geld gekostet und Sie haben wirklich, wirklich keine Mühen gespart, ein Riesen-Event draus zu machen. Ich komme also zu der Feier und wird von irgendjemandem begrüßt, Chefin oder Chef sehe ich nicht. Und dann stehe ich bei der Feier am Rand und gucke zu. Und ich rede nicht permanent und bin permanent nicht Teil der Gruppe. Wissen Sie, was dann passiert? Dann spiele ich nicht mehr mit. Es ist eine ganz interessante Erfahrung, die wir gesammelt haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Feiern. Ich war nie da, aber ich habe das zumindest miterlebt, dass Firmen das machen. Eine Feier, in der Mitarbeiter nicht mit irgendjemandem reden. Eine Feier, wo Chefin oder Chef nicht hingeht und sagt, wie findest du das? Ist eine Einladung zum Nicht-Mitspielen. Und ein offensichtliches Dokument, Leute zu verlieren. Wir glauben also, dass bei diesen Kleinigkeiten, ja, große Maßnahmen, die Sie haben, ich habe versucht, das bei uns in der Firma zu lösen, dass Sie 15 Leute bestimmt haben, die darauf achten, dass keiner alleine steht. Okay, einfach, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ja, um dieses bewusste Erlebnis von, es ist wichtig, dass du da bist und auch ein Interesse daran zu haben, ob es denen gefällt und wie es denen geht, reicht. Einverstanden? Zwei Sachen noch. Feedback. Auch das fanden wir ganz interessant und ich gehe wieder zurück auf, wir treffen uns alle vor Corona im Büro. Wissen Sie, was wir über Feedback erfahren haben? Man geht morgens ins Büro, einmal mit mir mitkommen, kurz auf die Reise gehen und dann trifft man Kollegen, die gucken einen an und sagen, du siehst aber müde aus. Passiert Ihnen ja nicht. Also da sagt man, du siehst aber toll aus, du wirst ja immer jünger. Also man kriegt eine Rückmeldung ganz informell über irgendwas. Dann hat man Projektbesprechungen, wo man eine Rückmeldung bekommt. Dann hat man eine Gestik und Mimik, wo Leute in einer Kaffeebar auf einen zukommen und mit einem reden wollen. Alles, was bei uns im Sozialgefüge einer Firma passiert, wenn man sich trifft, ist Feedback. Und wissen Sie, was interessant ist für diese Idee von Mitspielen? Das Feedback heißt, du bist da. Du spielst eine Rolle und wir nehmen dich wahr. Und das ist weg. Im Homeoffice funktioniert das nicht mehr in dieser Form. Ja, und deshalb glauben wir, dass es eine Verantwortlichkeit der Führung ist, für dieses Feedback zu sorgen. Ich will das nicht übertreiben, ich sage Ihnen auch gleich noch was, ja, wie bescheiden und demütig wir das umsetzen müssen. Aber es ist ein wesentlicher Punkt, dass psychologisch belegt ist,
dass eine Reinhauen besser ist als kein Feedback. Ja, weil dann nehme ich ihn ja wahr. Ja, dann ist es ja eine Person, die irgendeine Bedeutung hat. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Homeoffice den ganzen Tag sitzen, vermeintlich ihren Job machen und sich abends fragen, hat das eigentlich einen Beitrag auf irgendwas gehabt, was eine größere Rolle spielt? Ja, ich kriege auch das nicht mehr mit. Letzter Punkt, Büro. War ganz interessant, das ist auch in der Herr Grünewald, in der Studie rausgekommen, dass, stellen Sie, tut mir leid, Sie sind nochmal meine Mitarbeiterin und ich mache jetzt eine kurze Ankündigung und sage, bitte bleiben Sie zu Hause, Homeoffice geht, wir kriegen das alles hin. Okay, dann finden wir raus in den Gesprächen, das ist eine Ausladung zum Mitspielen. Ich schmeiße sie emotional raus. Okay, und jetzt gibt es ein paar Varianten dabei, die sind auch ganz interessant. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hatte diese Diskussion in den letzten 12 Monaten mehrfach. Wir haben ja 20 Mitarbeiter, aber die kommen nur zu einem Drittel ins Büro, also brauchen wir nur 7 Schreibtische. Okay? Das heißt also, dass ich gar nicht will, dass jeder kommt und ich erwarte gar nicht, dass jeder kommt. Und es ist eine ganz klare Ausladung zum Mitspielen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können oder wie es Ihnen selbst geht, aber wir haben erfahren, dass selbst das Bilderaufstellen in einem Büro, muss man ja alles nicht übertreiben, aber sagen wir mal, eine Form von Familie, eine Form von, ich bin auch ein Teil meiner Person, hier ist Mitspielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das merken wir durchgängig, davon gibt es 20 Beispiele mehr und ich glaube, was wichtig ist, wenn wir jetzt einmal noch über die Umsetzung sprechen und dann bin ich fertig. Guck mal, ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren, wo ich mich theoretisch damit beschäftige und der Vorteil ist, man weiß eine Menge und der Nachteil ist, man merkt, was man alles verkehrt macht. Ja, weil man irgendwie abends immer nach Hause geht und sagt, stimmt, hast du davon gelesen, machst du jetzt gerade nicht. Ich habe eine Sache erfahren und das ist wichtig für das Thema der Umsetzung. Alle diese Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind mehr oder weniger unbewusste Signale, die Leute aufnehmen oder nicht. Deshalb auch das Thema Quiet Quitting. Weil wir glauben, dass die Leute gehen wollen, aber die wissen gar nicht warum. Die haben gar kein richtiges Gefühl, weil da ist unbewusst was passiert, was wir noch nicht genug reflektiert haben. Das heißt, von diesen 6 Beispielen, die ich Ihnen gegeben habe und vielleicht noch 6 weiteren, die Sie dann in der Studie lesen können, geht es gar nicht darum, alles zu machen. Es geht gar nicht darum, dass man alles immer jeden Tag richtig macht. Es ist die Anzahl der Themen und lass uns mal sagen, wir müssen vielleicht etwas mehr machen, als wir es jetzt tun. Ich nenne das immer +1 und ich habe eine persönliche Erfahrung gesammelt und die will ich mit Ihnen teilen. Ich habe das versucht seit 12 Monaten zu machen und ich habe Ihnen beschrieben, das meiste davon verkehrt. Aber interessanterweise habe ich gemerkt, dass das Bemühen zum Einladen und dass der Versuch, Leute zum Mitspielen zu initiieren, dankbar aufgenommen wird und schon die Hälfte der Wegstrecke ist. Und dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen die Energie und die Kraft, das zu machen. Laden Sie Ihre Leute zum Mitspielen ein. Und dann lassen Sie mich noch zum Abschluss sagen, nochmal, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass Sie die Zeit investieren, mit uns den Tag zu verbringen und hoffe auf viele interessante, gute Impulse. Und dann sprechen wir uns nachher noch zum Abschluss. Ich danke Ihnen. Danke.